geht's um Bilanz. Wow. Sind sehr gut. Ist fest. Schmeckt richtig nach Nuggets. Also wir haben das schon getestet bei den Originalen, bei den Würsten. Die waren auch richtig authentisch. Fast ein bisschen gruselig. Also die Kruste ist sehr knackig. Das Nugget selbst ist relativ fest. Schmeckt aber wirklich nach Nugget. Wir werden jetzt das Pink Flash ausprobieren. Also das Fazit, wir haben jetzt die Gourmetstreifen von Vegans getestet. Sie haben sich richtig gut anbraten lassen. Die Konsistenz ist richtig, es schaut so echt aus und sie schmecken auch richtig gut. Also, sehr gut. Wir haben jetzt hier den Taste Test. Ich habe jetzt nur mehr überall ein bisschen was, klein wenig. Wir fangen an mit dem Keks. Da habe ich nämlich doch am wenigsten. Also nicht mehr viel, aber... Er ist sehr crunchy. Mir persönlich schmeckt er ein bisschen zu sehr nach Vanille und Zitrone. Also ich hätte gern nur den Butterkeksgeschmack gehabt. Aber sie sind alle weg, also anscheinend haben sie den Kindern gut geschmeckt. Jetzt habe ich diesen Doppelkeks mit Schokolade drinnen. Schokocreme. Sehr lecker. Also schmeckt herrlich, super gut. Vor allem finde ich es gut mit dem hellen und dem dunklen. Dann haben wir hier Schokoherzen. Sehr lecker. Da sind kleine Schokostückchen drin. Also richtig lecker, hinten sieht man sie. Dann haben wir die Zitronenherzen. Also die Kekse sind richtig gut. Mir schmecken sie zu sehr nach Zitrone, aber unser Noah liebt Zitrone, also für den sind sie super. Richtig gut. Das sind die Mama-Herzen. Sehr gut. Dann haben wir die Riegel. Einmal Kakao Maca. Sehr nussig, aber schmeckt richtig gut. Dann haben wir Goji Himbeere. Ich liebe Gojis und ich liebe Himbeeren, aber das schmeckt mir gar nicht. Dann haben wir Kia Kokos. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben Schokoladen auch getestet. Ich habe jetzt leider nur 3 statt 4, weil die Erdbeerschokolade, die war so schnell weg, die war so richtig gut. Sind übrigens alle mit Reis, Reisdrink. Wir haben jetzt da die mit Haselnuss. Sehr gut. Mir schmeckt sie ein bisschen zu sehr, ja. So nach Rohschokolade. Das ist jetzt die Crunchy. Die Waffeln schmecke ich nicht wirklich aus. Schmeckt so irgendwie wie eine stinknormale Schokolade. Das ist die Reiskokos, also mit Reismilch und Kokos.
Mein Favorit. Und dann haben wir noch 3 Säckchen mit Gummizeug. Also ohne Gelatine. Da haben wir einmal Pfirsichherzen. Von der Konsistenz her sehen sie dem Original sehr ähnlich. Schmecken tun sie nicht gleich, aber sie schmecken sehr gut. Dann haben wir die Cola-Fläschchen. Schmecken sehr gut. Von der Konsistenz her finde ich sie noch besser wie das Original. Und Gummibärchen. Und ohne Gelatine. Ich habe immer gerne die roten und die grünen gegessen. Richtig gut. Ausschauen sind sie auch richtig gut. Und die Kinder mögen sie auch. Unser Fazit von den ganzen Vegans-Produkten ist richtig, richtig positiv. Also sie sind im Preis relativ günstig. Also richtig großes Lob an den Jan Predak von Vegans. Wir finden deine Produkte richtig toll. Hast du gut gemacht. Also die komplette Palette, jetzt nicht nur die Chicken Nuggets, sondern auch die Schokolade und die Kekse. Richtig, richtig gut. Also man kann die Vegans-Produkte nicht nur bei Vegans bekommen, sondern wirklich bei allen Interspar, Eurospar und Sparmärkten ganz auf in Österreich verteilt. Und auch immer Fleischliebhabers und Chicken Nuggets und Würstel und was weiß ich mag, dann sind die Produkte richtig, richtig gut, weil sie schmecken voll authentisch. Und wir haben schon gewitzelt und haben gesagt, die Chicken Nuggets von Vegans. Die Chicken Nuggets von Vegans schmecken sicher mehr nach Chicken Nuggets wie die Chicken Nuggets von McDonald's. Aber am besten ihr überzeugt euch selbst. Kauft euch eure Lieblingsprodukte oder kostet einmal. Schreibt uns auch gerne unten in den Kommentaren, was ihr von den Vegans-Produkten haltet. Esst ihr überhaupt Ersatzprodukte, Fleisch, Wurst, Nuggets oder sagt ihr verzichtet komplett drauf, weil ihr braucht das gar nicht? Also wir lieben es, finden es richtig gut. Wir essen es auch nicht so oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir freuen uns, wenn ihr uns unten eure Meinung sagt. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bye bye!